Oh, Vorsicht. So, ich darf jetzt allgemein um Ihre Aufmerksamkeit bitten und sage erstmal guten Abend und ganz herzlich willkommen im Römersaal der Vereinigten Hospizien hier in der wunderbaren Stadt Trier. Mein Name ist Berthold Mertes, ich bin hier in meiner Rolle als Vertreter des Silvesterlauf Trier, der örtliche Ausrichter ist dieser Veranstaltung, die unterstützt wird von den German Road Races, von dem Deutschen Leichtathletikverband und dem Portal laufen.de. Wir begrüßen an der Stelle auch sehr herzlich die Vertreter des Präsidiums des Deutschen Leichtathletikverbandes. Diese Wahl ist was Besonderes in diesem Jahr, weil sie zusammengeführt worden ist aus einer Wahl, die zuvor vom Deutschen Leichtathletikverband veranstaltet worden ist und einer anderen der German Road Races. Was bringt uns denn dieser Abend? Ja, wir werden auf das Jahr 2022 zurückblicken. Das ist eben auch im Laufsport geprägt gewesen von einer Entspannung nach der Corona-Phase. Es gab wieder die Großveranstaltung. Es gab eine tolle Leichtathletik-Europameisterschaft in München mit sehr schönen deutschen Erfolgen. Auch dazu werden wir heute natürlich noch den einen oder anderen der Helden hier sehen. Und es ist eine gewisse Rückkehr zur Normalität gewesen, wenn ich das so sagen darf, dass sich da eben auch gespiegelt hat. Und da hoffen wir als Ausrichter, der Verein Silvesterlauf Trier, natürlich auch drauf, weil Silvester ist nicht mehr weit. Am 31. Dezember natürlich der 33. Bitburger 0,0 Silvesterlauf in Trier stattfinden soll. Ja, vor allem werden wir aber heute Abend dann die Helden des Jahres 2022 und verdiente Persönlichkeiten des Laufsports ehren. Und zur Begrüßung möchte ich aber zunächst mal unseren Oberbürgermeister. Die Stadt Trier hat uns ganz wesentlich unterstützt. Das macht sie immer und das macht sie heute Abend eben auch, indem uns dieser tolle Saal hier zur Verfügung gestellt wird für diese Gala. Herr Wolfram Leibe, ich würde Sie bitten, Ihre Begrüßungsworte zu sprechen. Applaus
Ja, zunächst einmal herzlich willkommen in Trier. Und es gibt wenige Veranstaltungsräume, die behaupten können, 2000 Jahre Geschichte auszustrahlen, konkret diese Mauer aus römischer Zeit. Ich freue mich sehr, dass Sie hier nach Trier gekommen sind und ich möchte damit anfangen, 20 Jahre Silvesterlauf Trier und Sie alle sind fast alle ehrenamtlich unterwegs und Sie wissen, Erfolg hängt immer davon ab, dass Menschen sich engagieren und ich habe das große Glück, insbesondere mit vieren vom Silvesterlauf seit Jahren zusammenzuarbeiten, Hans Tilly, Herr Mertes, Ferdinand Kordel, aber auch Norbert Ruschel. Das ist das Kernteam, die das Ganze ehrenamtlich seit Jahren tun. Laufen ist durch Menschen wie die vier populär geworden. Vor kurzem hatten wir einen Frauenlauf. Das war unglaublich. Ja, ich weiß, sie hätten sich noch mehr Teilnehmerinnen erwünscht. Aber vor der Kulisse der Kaiserthermen, in Trier ist fast alles 2000 Jahre alt ungefähr, da liegt man immer richtig, vor dieser Kulisse mehrere hundert Frauen dann zu sehen, die einfach Freude haben am Laufen, die sich vorbereitet haben, um einfach auch zu zeigen, wie wichtig Laufen ist, dass es Spaß machen kann und dann im römischen Amphitheater den Zieleinlauf zu haben, das war eine ganz besondere Atmosphäre. Und deshalb möchte ich zu Beginn stellvertretend für alle, die 20 Jahre hier mitgearbeitet haben, diesen Vieren und dem ganzen Team einfach Danke sagen. Und deshalb ist die Unterstützung für mich selbstverständlich. Jetzt kriegen die mal einen Applaus, oder? Tobias Reiland, der kaufmännische Direktor der Vereinigten Hospizien, wird Ihnen noch ein bisschen was zum Ambiente, zu dieser Stiftung auch sagen. Und ich würde gern nur wenige Sätze sagen. Ich weiß, Sie kommen rum, jeder Oberbürgermeister, jeder Landrat sagt, dass seine Stadt, sein Landkreis der schönste in ganz Deutschland ist. Das mache ich nie, weil ich kann selbstbewusst sagen, wir sind einfach was. Ich kann auch sagen, wir sind zwar arm, aber wir sind gut. Nein, bitte nutzen Sie die Gelegenheit, gucken Sie sich das eine oder andere in Trier an und deshalb nur ein paar kurze Daten. Wir sind eine kleine Großstadt mit etwa 110.000 Einwohnern. Wir haben hier aber eine hohe Zentralität. Das heißt, im Umkreis von 100 Kilometern ist keine weitere Großstadt. Wir haben hier mit Mainz im Durchschnitt die jüngste Bevölkerung. Das liegt auch an den vier Hochschulen, die wir haben. Wir haben eine Uni, wir haben eine Hochschule, wir haben eine theologische Hochschule und hier auf dem Gelände gegenüber ist Medizin Campus 2. Das heißt, man kann in Trier auch Medizin studieren und zwar ausgehend von der Universitätsmedizin in Mainz. Damit sind wir richtig gut aufgestellt und deshalb haben wir wirklich viele, viele junge Leute. Und jetzt bin ich aber wieder bei Berthold Mertes. Laufen ist eben nicht nur was für junge Menschen. Und deshalb geht es darum, ganz unterschiedliche Bevölkerungsgruppen dafür zu begeistern. Und ich versuche jetzt irgendwie einen gewollten Übergang. Die Römer sind auch gerannt. Lassen Sie uns weiterrennen. Viel Spaß in Trier. Ganz herzlichen Dank, Herr Oberbürgermeister Tobias Reiland. Der Name fiel schon. Der Hausherr, vielen Dank, dass wir hier sein dürfen. Auch er begrüßt Sie. Ja, schönen guten Abend und erstmal Ihnen allen ein herzliches Willkommen hier bei den Vereinigten Hospizien in Trier. Ich darf Sie auch recht herzlich im Namen meiner Kollegin der Geschäftsführung, Frau Dr. Roussel, grüßen und wir freuen uns sehr, dass Sie heute hier sind. Ich versuche jetzt mal im Endeffekt 2000 Jahre Geschichte in 2 Minuten zu packen und versuche es hinzukriegen. Sie sind hier im Römersaal, wie schon zweimal angedeutet. Wir werden nachher im Rahmen von einer kleinen Runde auch sehen, dass es zu dieser oberen Mauer auch noch etwas tiefer liegendes gibt, weil eine Etage tiefer haben Sie den ältesten Weinkeller Deutschlands. Wir sind eine Stiftung, eine gemeinnützige Stiftung und wir haben eine lange Tradition, die reicht zurück in die Römerzeit, geht aber über die Franken bis hin zu Napoleon, der faktisch dann unsere Stiftung gegründet hat. Wir betreiben auch heute 8 soziale Einrichtungen, das heißt das Thema Vereinigte Hospizien kommt eben nicht von Hospiz, sondern kommt von Vereinigte Hospitäler. Hier wurden damals Krankenhäuser zusammengeführt und seitdem die Pflege dort weiterentwickelt. Und diese sozialen Einrichtungen betreiben wir gemeinnützig. Das heißt, dass wir
diese Einrichtung ohne Gewinnerzielung bewirtschaften. Eher andersrum, wir orientieren uns an den Bedürfnissen unserer uns anvertrauten Menschen. Das heißt, wir legen Wert auf regionale Ernährung. Der ein oder andere hat sich in der Parkanlage auch schon verlaufen und stellt auch fest, das sind Dinge, die ein normaler Kostensatz so nicht vorsieht. Und das geht hin bis zu psychologischen Angeboten für unsere Bewohner, wo wir jedes Jahr einen großen Betrag einfach drauflegen und eben nicht unser Vermögen selbst an den Menschen mehren, sondern das andersrum machen, dass wir den Menschen mehr bieten. Wie machen wir das Ganze? Wir bewirtschaften unsere Güter, die wir seit Jahrhunderten haben. Dazu zählen Erbbaurechte, Vermietung, Verpachtung, aber auch Forstwirtschaft, wobei das heutzutage ein etwas komplexeres Thema ist, bis hin zu einem VDP-Weingut. Wir sind im Verband der Prädikatsweingüter Gründungsmitglied. Und so ist es aber bis heute so, dass die Erträge aus diesem Weingut 1:1 sozialen Zwecken zugutekommen. Der eine oder andere hat eben schon mal ein Glas gekostet von unserem Sekt. Und wir werden im Rahmen des Rundgangs eben nachher dann auch noch ein bisschen mehr die Möglichkeit dazu bieten. Und das Schöne ist, und deshalb sind wir auch so überzeugt von dem Konstrukt als Stiftung, es ist ein in sich geschlossener Wirtschaftskreislauf. Das heißt, wenn wir gut wirtschaften, können wir unseren Menschen mehr bieten. Und das ist ein toller Ansporn. Und das ist einfach eine Besonderheit, die eben durch die Jahrhunderte hier geprägt wurde, wie sie es in Deutschland insgesamt keine 10-mal gibt. Und deshalb kann ich nur ermutigen, nachher auch noch einen Schluck zu trinken, weil das Motto heißt bei uns, mit jedem Schluck eine gute Tat. Und das ist allgemeinverträglicher. Wir haben aber auch Wasser alternativ dort. Für uns jetzt die Brücke zu schlagen von uns zu dem Thema Laufen, ist ganz einfach im Endeffekt. Laufen hat in Trier Tradition. Die Tradition ist vielleicht nicht ganz so lang zurückliegend wie unsere, aber es gehört einfach in Trier dazu. Und für mich als gebürtiger Trier gehört es auch dazu, an Silvester den Silvesterlauf zu sehen. Das heißt, wir sind fest eingeplant und rennen seltener, aber passiv geht besser. Und das ist das Schöne, es ist einfach ein Herzstück von Trier und es ist toll, wenn eine Sportart so etabliert ist. Und deshalb einfach ein großes Dankeschön und auch ein Dankeschön, dass Sie alle hier sind und uns die Ehre erweisen. Danke Ihnen. Ja. Ganz lieben Dank, Tobias Reiland. Das Stichwort Silvesterlauf fiel. Deswegen bitte ich jetzt Hans Tilly, den Vorstandssprecher des Vereins Silvesterlauf Trier, auf die Bühne. Den Verein gibt es seit 20 Jahren, den Lauf ja seit 33 Jahren. Ja, hallo zusammen. Im Namen des Silvesterlauf Trier heiße ich Sie recht herzlich willkommen. Ist schon viel gesagt, in der schönen Stadt Trier, in diesem tollen Ambiente. Und für uns als Veranstalter und Ausrichter ist eine große Ehre und gleichzeitig Bestätigung für das, was wir als Verein tun. Das heißt, das sind die 5 Veranstaltungen im Laufe eines Jahres, beginnend mit einem Kinderleichtathletikfest, mit einem Firmenlauf, mit dem Frauenlauf, mit dem Stadionmeeting und letztendlich das Highlight am Ende des Jahres ist schon mehrfach Bezug genommen worden. Gerne auch für Sie als Einladung, daran teilzunehmen. Noch ist die Anmeldefrist oder das Anmeldeportal offen. Und wir sind natürlich auch jetzt auf dem Weg zu einem, in dem Sinne einer Weiterentwicklung, das macht uns besonders stolz, auf dem Weg zu einem Spitzensportverein. Ich darf zum Beispiel den Samuel Fitwi und seinen Trainer Janik Dubisch nur beispielhaft nennen, neben dem Benjamin Dern, Namen, die Ihnen sicherlich bekannt sind. Das setze ich einfach mal voraus, die sich jetzt ab nächstes Jahr unserem Verein anschließen. Und das ist uns natürlich eine große Bestätigung für unser Tun. Als Veranstalter sei mir aber auch erlaubt, Danke zu sagen, einmal dem Vorstand von German Road Races, dass sie uns die Möglichkeit geben, diese Tagung auszurichten, der Stadt Trier in Person des Oberbürgermeisters, der sie ideell und auch finanziell diese Tagung unterstützt, die Vereinigten Hospizien, indem sie das tolle Ambiente uns für die 2,5 Tage zur Verfügung stellen. Und natürlich herzlich willkommen und danke auch für die zu Ehrenden, dass sie einfach hier sind. Und später im Verlauf den Moderatoren, den Referenten, die mit ihrer Expertise uns durch diese Tagung begleiten. Und nicht zuletzt dann auch die Helferinnen und Helfer, sei es hinter oder vor der Tribüne oder hinten unsere Helferinnen. Auch da an die herzlichen Dank. Und es sei mir erlaubt, zum Schluss auch insbesondere, ich halte mich immer zurück, etwas Namen zu nennen, weil die Gefahr ist groß, dass man jemand vergessen könnte. Aber es sei mir erlaubt, Bertolt Merdes ein ganz besonderes Dankeschön zu sagen, der in die Vorbereitung sehr viel Expertise, sehr viel Zeit, Ressourcen eingebracht hat, uns jetzt auch durch die Tage wieder begleitet. Und ich kann Ihnen versichern, ich konnte in Ruanda
Bei einer dieser Videoschalten zur Vorbereitung saß ich Schulter an Schulter mit ihm und habe auch mitbekommen, welches Engagement erforderlich ist, um diese Veranstaltung auch gut durchzuführen. Somit bleibt mir noch der Tagung alles Gute zu wünschen. Ich wünsche uns interessante Begegnungen, bereichernde Gespräche und vor allen Dingen der Tagung als solches Ergebnisse und Erkenntnisse, die uns als Veranstalter auch wirklich oder uns als Veranstalter neue Impulse geben bei der Bewerbung und Durchführung der Laufe-Events, die wir so im Laufe des Jahres letztendlich anbieten. Vielen Dank auf meiner Seite. Ja, vielen Dank, lieber Hans. Wir kommen zu den German Road Races. Sascha Wiczynski als Vertreter des Vorstandes der German Road Races mit seinen Begrüßungsworten. Wie gesagt, Deutscher Leichtathletikverband German Road Races haben zusammengefunden und Laufen.de unterstützt das Ganze. Genau, Bertolt. Das ist das Stichwort im Grunde genommen, warum wir heute auch hier sind und die Gala in einem etwas anderen Rahmen feiern können, so wie du es eben gerade gesagt hast. Ja, schönen guten Abend auch von mir und meinem Team im Vorstand von German Road Races. Namentlich möchte ich da nennen Michael Brinkmann, Stefanie Eichel, Heinfried Maschmeyer, Wilfried Raths und Carsten Schölermann. Wir alle wissen ja auch gerade die Mitglieder, dass wir uns in diesem Jahr neu sortiert haben nach dem Rücktritt unseres langjährigen Vorsitzenden. Und ich denke, wir haben ein gutes Team aufgestellt und freuen uns sehr, dass wir heute Abend hier sein dürfen. Herr Oberbürgermeister Leiber hat natürlich recht, wir sind jedes Jahr in einer anderen Stadt und wir freuen uns, dass das so ist. Wir kommen ganz viel rum, wir freuen uns wirklich auf viele Gespräche und Begegnungen und natürlich auch die Stadt ein wenig kennenzulernen. Leider sperren sie uns meistens samstags und sonntags in die Tagungsräume ein, aber die Ergebnisse waren bislang immer so, dass wir zumindest abends oder am Nachmittag oder in der Mittagspause noch die diversen Weihnachtsmärkte dieser schönen in Deutschland besuchen konnten. Ja, ein besonderer Abend, was die Ehrungen angeht, ist eben schon gefallen, aber auch besondere 3 Jahre für uns als Laufsportveranstalter. Die letzten 3 waren ja wirklich herausfordernd mit den Dingen, die wir alle gelesen und gehört haben und was man durfte und was man eben nicht durfte. Dieses Jahr, du sagtest es eben auch schon, war natürlich viel, viel zuversichtlicher, auch wenn natürlich noch nicht alles so ist, wie wir uns das wünschen. Ich glaube, wir haben auch noch 1-2 Jahre vor uns, um die Menschen wieder dazu zu bekommen, sich an die Startlinie zu stellen, sich anzumelden, sich vielleicht auch frühzeitig anzumelden, was natürlich bei uns die Planung auch einfacher macht. Da müssen wir mal schauen, was wir demnächst da auch machen können, um die Menschen wieder ein Stück weit zu begeistern, sich anzumelden, weil Sport gemacht wird reichlich. Sportschuhe verkauft worden sind so viel wie nie in der Pandemie, habe ich gehört. Von daher müssen wir die einfach nur noch überzeugen, dass es einfach schön ist, an unseren Events teilzunehmen. Ein paar Begrüßungen gerne auch noch von mir. Ich freue mich sehr, dass heute Mara Konja und Ralf Buckwitz vom DLV da sind. Wir hatten ja im letzten Jahr von der Versammlung den Auftrag gekriegt, ein bisschen miteinander zu sprechen. Und aus ein bisschen ist ganz schön viel geworden innerhalb der paar wenigen Monate. Herzlich willkommen, dass ihr hier seid. Herzlich willkommen auch Michael Mottl von der Deutschen Leichtathletik Marketing. Und in eurem Umkreis auch 2 Vertreter, die es überhaupt möglich gemacht haben, dass wir die Gala heute so veranstalten können, dass wir den Tag des Laufens machen konnten. Herzlich willkommen, Frau Pilip und Herr May von der DATEV. Schön, dass Sie hier sind. Ganz besonders begrüße ich unseren Gründer von German Road Races, meinen Mentor seit 17 Jahren. Vor 17 Jahren hast du mich irgendwann angerufen, hast gesagt, du musst bei German Road Races mal mitmachen. Das hast du jetzt davon. Es funktioniert, glaube ich, ganz gut. Es macht unheimlich Spaß im Team. Herzlich willkommen, Horst Milde und seine Frau Sabine. So, wir haben Rekordbeteiligung heute, obwohl Trier strategisch jetzt nicht so ganz gut auf der Landkarte liegt. Es gibt aber viele Wege, die hier hinführen. Trier liegt im Herzen Europas. Ja, so ist es, glaube ich, gut richtig rübergebracht. Alle sind haben hergefunden. Über 45 Anmeldungen, die hatten wir in den letzten Jahren eigentlich bei der Tagung nie. Von daher muss es an Trier liegen, dass alle heiß sind, hier zu sein oder dass wir uns auch endlich wieder austauschen können und wollen. Vielen Dank, Bertolt, an dein Team, an die Medienvertreter, an die technische Unterstützung heute. Und ich wünsche uns jetzt eine schöne Ehrung. Wir müssen jetzt zu dem kommen, warum wir eigentlich heute Abend hier sind, nämlich die netten Pokale zu verteilen. Und ich hörte, die Stimmung ist ja so ähnlich wie in Sao Paulo. Von daher bin ich gespannt, was du uns gleich bietest und freue mich auf die Ehrung, auf 2 schöne Tage in Trier. Herzlich willkommen nochmal und viel Spaß heute Abend. Ja, dann kommen wir jetzt endlich zur Sache. Also, wir beginnen dann
und das ist ja nun wirklich noch einmal ein Zufall, mit einem Trierer. Und als kleinen Anstoß nur, mein Vater, der wenige Jahre älter ist als der zu Ehrende gleich, der hat mir schon oft davon erzählt, dass er auf den Moselwiesen Fußball gespielt hat, in Trier Nord. Und da gab es irgend so einen kleinen, entschuldige Manfred, Bekloppten, der rannte immer um die Häuser rum. Damals hat man das nämlich noch nicht so gemacht. Aus ihm wurde dann ein zweimaliger Olympiateilnehmer und einer der Pioniere des Laufsports in Deutschland. Und dazu würde ich jetzt nämlich den Wilfried Raths auf die Bühne bitten, der die Laudatio halten wird, auf Manfred Steffny und seinen Bruder Herbert Steffny, auch geboren in Trier, die beide hier ausgezeichnet werden mit dem Award für das sportliche Lebenswerk. Ja, auch von meiner Seite aus guten Abend, und ich glaube, es sind schon sehr viele Grußworte gesprochen worden und jetzt sind die Athleten an der Reihe und wir wollen beginnen mit dem Award für das sportliche Lebenswerk und wir haben uns in diesem Jahr entschieden, zwei Sportler zu ehren und ich glaube, es passt nichts besser, als diese Ehrung in Trier vorzunehmen. Es sind zwei Trierer, nämlich Herbert und Manfred Steffny. Ich glaube, wer ein bisschen im Sport zu Hause ist, vor allem auch in der Leichtathletik zu Hause ist, der wird sehen, es sind zwei schillernde Figuren der deutschen Laufszene, die mal lauter, mal leiser sind, aber immer mit dem Blick geradeaus nach vorne gerichtet. Und das sind nämlich diese beiden Brüder, Herbert und Manfred, die bei der Jahrestagung von German Road Races nun mit diesem Award ausgezeichnet werden sollen. Beginnen möchte ich mit dem Älteren, das ist nämlich Manfred, Geburtsjahr 1941. Er war zweifacher Olympiateilnehmer im Marathon 1968 in Mexico City und 1972 in München und einmal EM-Teilnehmer 1971. Er wurde als Marathonläufer abgestempelt, obwohl er die gesamte Palette des Laufsportes beginnend von 1500 Meter, natürlich auf Asche 3,52, das muss man sich mal überlegen, das ist schon eine sehr, sehr gute Zeit, bis hin zum Marathon absolvierte. Er organisierte 1978, das wissen die wenigsten vielleicht, die Premiere des legendären Nürburgringlaufes mit 5000 Teilnehmern. Trainierte namhafte Athleten wie die seinerzeit Weltrekordlaufende Christa Wahlensieg und aktuell auch den international startenden Berg- und Trailläufer Benedikt Hoffmann. Er leitete Laufseminare für Freizeitläufer. Den meisten ist Manfred allerdings als Buchautor des weltweit übersetzten Laufbuchs Marathontraining beziehungsweise als Herausgeber und Chefredakteur von Spiridon bekannt. Als Journalist verdiente er die ersten Sporen, ich habe da ein bisschen mal recherchieren müssen, Manfred, beim Trierer Volksfreund, später bei der Rheinpost in Oberlahnstein und dem Generalanzeiger in Wuppertal. Ich persönlich durfte ihn als Redakteur bei der Sportagentur Sportinformationsdienst kennenlernen, ehe er den Sprung in die Selbstständigkeit als Verleger und Chefredakteur von Spiridon machte. So, und das ist nämlich heute auch noch so, Herbert, ganz toll. Du, mit 81 Jahren, denke ich mal, bist du wirklich ja immer noch auf der Höhe des Geschehens. Und wer sein Spiridon-Magazin liest, ich glaube, er verschlingt es von der ersten bis zur letzten Seite. Besten Dank, Herbert. Manfred, Entschuldigung. Ich bin nämlich schon einen Schritt weiter, und zwar durch die Lektüre von Bruder Manfreds Buch Marathontraining, das Herbert in englischer Übersetzung in New York in einer Buchhandlung entdeckte, kehrte dieser nach ersten Erfolgen als Jugendlicher und lange studienbedingter Trainingspause
in den Leistungssport zurück, mit 28 Jahren. Herbert ist der talentiertere von uns, hat mir Manfred mal im Telefongespräch mal gesagt. Fakten belegen dies allerdings auch sehr eindrucksvoll. Ein Jahr nach seinem Comeback wurde er Dritter beim New York City Marathon, holte 16 deutsche Meisterschaften über 10.000 Meter, 25 Kilometer, die damals noch gelaufen worden sind, in der Zwischenzeit aber durch Halbmarathon ersetzt worden sind, Cross- und Berglaufen, und wurde 1986 in Stuttgart EM-Dritter beim Heimspiel mit 2 Stunden, 11 Minuten und 30 Sekunden. Die Erfahrung der Marathonsiege in Frankfurt, er hat dreimal Frankfurt gewonnen, München, Pittsburgh und der Mastersieg in Boston, gibt Herbert in unzähligen Seminaren und Vorträgen weiter. Begeistert Freizeit- und ambitionsbehaftete Läufer bei Laufreisen, darunter auch zum New York City Marathon oder zum Honolulu Marathon oder ins kenianische Höhenscamp Camp nach Iten. Das große Laufbuch ist die bekannteste Ausgabe seines journalistischen Schaffens. Als Personal Trainer führte er den früheren Außenminister Joschka Fischer mit Erfolg über die 42,195 Kilometer Distanz. Laufbücher für Frauen und Kochbücher haben in der Laufszene Gewicht. Als Diplombiologe und leidenschaftlicher Fotograf folgt nun ganz aktuell der Vogelkalender 2023 mit 365 hervorragende Aufnahmen aus der Vogelwelt. Ich bin für den Award für das Lebenswerk noch viel zu jung. Das werdet ihr gleich auch von Herbert nochmal hören. Werde er vor wenigen Tagen in einem Gespräch in aller Bescheidenheit aus dem fernen Honolulu ab. Er behauptet keineswegs. Zu dem Doppelpack mit Bruder Manfred ist diese Auszeichnung mehr als gerechtfertigt. Das hat einen Applaus verdient. Wilfried, der auch gleich hier die Ehrung von Manfred persönlich vornehmen wird, das Präsent schon mal auf die Bühne holt, sehen wir, glaube ich, einen wunderbaren Einspieler, weil es wurde erwähnt, Herbert Steffny ist schon mal auf Reisen unterwegs. Aktuell ist er auf Hawaii beim Honolulu-Marathon, aber er hat uns ein Video geschickt. Ich hoffe, dass wir das jetzt einspielen können. Hallo, German Road Races und Gäste. Ich grüße aus dem fernen Hawaii. Leider bin ich beruflich verhindert gewesen wegen des Honolulu-Marathons, sonst wäre ich gerne in Trier gewesen. Und natürlich ist mir eine große Ehre, dass wir beide diesen Preis gewinnen. Wobei ich der Meinung bin, A, bin ich noch nicht alt genug für das Lebenswerk und B, mein Bruder Manfred hat ihn eigentlich sehr viel mehr verdient mit dem Laufmagazin Spiridon, mit seinen Laufbüchern, Marathontraining, Laufseminaren, Laufreisen, ein Kämpfer für die Laufbewegung, auch in Zeiten, als Laufen noch nicht Mainstream war, sondern das alles im Gegenwind stattgefunden hat. Und möchte dann mit allen das Glas erheben auf diesen Festtag. Grüße, hang loose, take it easy, aloha! Manfred, so. Darf ich dich für die beiden Steffnis, die Laufgeschichte geschrieben haben, auf die Bühne bitten? Gratulation. Ja, danke schön. So Manfred, schau mal. Also, wir haben nachher noch eine tolle Gelegenheit und da wird Manfred ohnehin noch zu Wort kommen. Ich würde sagen, das verknüpfen wir und ihr könnt mal gespannt sein, worum es dabei dann gehen wird. Also später Manfred,
sprechen wir mit dir nochmal auf der Bühne. Bis dahin, vergnügt euch bei den nächsten Ehrungen. Ja, komm Manfred, wir werden nachher hier oben nochmal gelesen. Ja, und wir kommen zu einer weiteren ganz interessanten Geschichte, zu einem Preis, dem Hashtag gemeinsam mehr bewegen Preis. Der ist ausgeschrieben worden von laufen.de in Zusammenarbeit auch mit dem DLV und nicht zuletzt dem Partner DATEV. Und deswegen würde ich zunächst bitten, die Frau Philipp, die wir schon begrüßt haben, auf die Bühne zu kommen und auch den Christian Ermert. Die beiden können uns nämlich etwas zu dieser Aktion erzählen. Hallo Frau Philipp. Ja, sehr gerne. Ich würde Sie schon mal mit dem Mikrofon für gleich ausstatten. So, Christian Ermert wird uns zunächst mal sagen, er ist der Chefredakteur von laufen.de, worum es dabei geht. Ja, genau. Es geht dabei um den gemeinsam mehr bewegen Preis, den wir dieses Jahr zum ersten Mal ausgeschrieben haben im Rahmen einer größeren Aktion, die uns eigentlich das ganze Jahr über auf laufen.de und auch im DLV und bei German Road Race begleitet hat. Wir wollen zeigen, dass Laufen deutlich mehr ist als nur auf der Straße oder im Wald oder auf Trails, um die Wette zu retten, nach Zeiten zu gieren und einfach schnell sein zu wollen. Es geht um Integration, um Umweltschutz, um Nachhaltigkeit, um Diversifikation, um alle diese Themen, die einfach mit sozialem Engagement verbunden sind. Und so haben wir uns gedacht, wir stellen auf laufen.de der Öffentlichkeit einige Initiativen vor, die genau das leben im Laufen und küren dann am Ende einen Preisträger, der heute Abend geehrt wird. Der Preis ist so vergeben worden, dass wir die Initiativen vorgestellt haben auf laufen.de und in den letzten Wochen hat die Community abgestimmt, wer den Preis erhalten soll. Ja, das ist schon mal der Einstieg. Frau Philipp, was mich interessiert jetzt zunächst mal, was ist denn eigentlich DATEV? Ich glaube, das habe ich mal auf der Gehaltsabrechnung irgendwo gelesen. Was ist die DATEV? Genau. Also für viele wahrscheinlich bekannt tatsächlich durch Gehaltsabrechnung, Logo unten rechts. Die DATEV ist, ich fasse es kurz, die Genossenschaft für Steuerberater, Wirtschaftsprüfer und Rechtsanwälte. Und gemeinsam mit unseren ja 40.000 Mitgliedern tatsächlich unterstützen wir die deutsche Wirtschaft, den Mittelstand bei der Digitalisierung der kaufmännischen Abläufe und Aufgaben. Und es liegt eben auch ja in der DNA, wir als Genossenschaft, dass Partnerschaftlichkeit, gemeinsam auch etwas auf die Beine zu stellen, das Miteinander einfach groß geschrieben wird. Und ja, deshalb sind wir hier auch mit der Initiative verpartnert. Ja, warum unterstützen Sie dieses Hashtag gemeinsam mehr bewegen? Genau. Also für uns als Genossenschaft ist Nachhaltigkeit ein ganz großes Thema. Nicht nur die ökologische Nachhaltigkeit, sondern die soziale Nachhaltigkeit. Und da verstehen wir natürlich auch darunter, dass Bewegung zu einer mentalen, aber auch physischen Gesundheit führen kann. Und wir sind überzeugt, dass man mit einer Initiative, gerade Aspekt Laufen, sehr, sehr beliebt. Es ist ein einfacher Einstieg, man hat keine großen Hürden, da einfach eine gute Möglichkeit hat, in die Bewegung zu kommen, um eben mentale und physische Gesundheit zu stärken, was ganz, ganz wichtig ist, einfach auch als Beitrag in die Gesellschaft hinein. Und als zweiter Aspekt ist es dann eben auch das Thema gemeinsam. Man kann Laufen alleine machen, aber viel mehr Spaß macht es dann doch auch wieder in der Community, was natürlich auch in den Mitgliedergedanken gut passt als DATEV. Und der dritte Aspekt ist tatsächlich das, was du jetzt auch schon gesagt hast, wenn man mit Laufen noch mehr bewegen kann im Sinne von Gutes tun, dann ist es ganz wunderbar und deshalb sind wir gerne Partner bei der Initiative, weil wir einfach daran glauben, dass es ganz wichtig ist in der heutigen Zeit, sowas zu unterstützen und auch Leute zusammenzubringen, Gutes zu tun und einfach auch in diese Bewegung zu kommen, vielleicht mal weg von dem Digitalen. Und mit der nationalen Initiative schafft man da eben ganz viele Möglichkeiten, nicht nur für Mitarbeitende oder auch Mitglieder, sondern wirklich für die Gesellschaft, schnell in die Bewegung zu kommen. Ich glaube, das werden wir jetzt gleich noch besser verstehen, wenn wir auch den Siegerfilm sehen. Im Übrigen haben wir hier auch, glaube ich, den Dirk Schwan unter uns, der aus Trier stammt und mit seiner Initiative für die Nestwärme, die den Trierern ein Begriff ist, auch eine
Engagement für Hospiz, für Kinder und deren Angehörige. Wir werden es jetzt richtig verstehen, wenn wir den Siegerfilm sehen, den bitte ich jetzt einzuspielen. Und dann wissen wir auch, wer gewonnen hat, nämlich die Laufmützen Usedom. Der gemeinsam mehr bewegen Preisträger. Die Laufmützen Usedom. Also Laufmützen, das sind ungefähr 40 bis 60 Läufer und Walker in ganz unterschiedlichen Altersstrukturen und uns gibt es jetzt seit 7,5 Jahren. Wir sind ambitionierte, mehr oder weniger ambitionierte Läufer und Läuferinnen und treffen uns mindestens einmal im Monat. Aber auch häufiger, gerade so wie es passt, zum Laufen auf dieser wunderschönen Insel Usedom. Wir spenden unsere freiwilligen Startgelder jedes Mal für den Förderverein Kinder- und Jugendhospiz Leuchtturm und haben 114.000 Euro zusammen gespendet bislang. Ziel des Hospizdienstes ist die Unterstützung von Familien mit lebenslimitiert erkrankten Kindern, die ja also nicht die Chance haben, wirklich groß zu werden. Mittlerweile sagen wir, Grün ist ein Lebensgefühl und genauso sehen wir das auch. Die Laufmützen Usedom. Und dann darf ich die Laufmützen auf die Bühne bitten. Die Laufmützen Usedom, bitte auf die Bühne, denn jetzt gibt es hier die Belohnung für das tolle soziale Engagement, unter anderem dann eben auch einen Check. Komm. Frau Philipp, gehen Sie gerne einen Schritt nach vorne, denn wir müssen ja für unseren Livestream immer in die rote Kamera schauen, auch ein bisschen was zeigen. Ganz großartig. Gibt es noch eine Trophäe dazu? Und Blumen. Ach. Ach. Ja, ich darf euch sehr, sehr herzlich gratulieren. Oh. Und wir möchten einen kleinen Blumenstrauß euch überreichen und das für eure Vitrine. Ich denke an, ihr habt einen Ehrenplatz dafür auch schon vorgesehen. Und das möchten wir euch gerne mit, vor allem auf den weiten Heimweg nach Usedom geben. So, die Christina Kämmerer, die darf noch einen Moment hier bleiben. Mit ihr würde ich gerne noch 2, 3 Sätze wechseln. Und der Rest ausmarsch. Der Rest darf. Na hala, Abmarsch. Genau. Der Wilfried nimmt gerne die Schecks, also wohl. Er lässt ihn hier. Ja. Das klappt so, wunderbar. Okay. Ja. Also der Film war ja schon selbsterklärend. Also insofern wissen wir jetzt schon fast alles über die Laufmützen. Aber ihr seid auch in der Welt, heißt es, auf eurer Homepage, glaube ich, unterwegs. Wo seid ihr denn schon mal so in massenhaft Grün unterwegs gewesen bei großen Laufveranstaltungen? Also ich glaube mittlerweile auf fast allen Erdteilen der Erde. Heiko, der gerade mit auf der Bühne war, der war gerade in Los Angeles und
auch in San Francisco. Es waren, glaube ich, keine großen Veranstaltungen, es war ja der Urlaub, und aber es wird grundsätzlich in Grün gelaufen. Ich bin in Vancouver gelaufen, also 2019 im September. Ja, und nächstes Jahr laufe ich mit meinem Sohn Halbmarathon auf Spitzbergen. Da bin ich sehr gespannt drauf. Es soll extrem viel Eisbären geben. Ja, aber ich möchte die Gelegenheit nutzen und herzlichen Dank sagen. Herzlichen Dank für die Nominierung. Dass wir es jetzt wirklich hierher geschafft haben, ist unfassbar. Und ich habe wahnsinnig Herzklopfen. Und wir drei sind hier stellvertretend für 60 bis mittlerweile 100 Laufmützen, die uns begleiten. Wir danken herzlich allen Unterstützern, allen, die uns aus der Community ihre Stimme gegeben haben, obwohl auch die anderen 6 Initiativen großartig waren und ich dann irgendwann gesagt habe, selbst wenn wir es nicht werden, es wird einem guten Zweck zugutekommen. Und ja, wir freuen uns riesig, dass wir jetzt die Gewinner sind und grüßen alle unsere Freunde, die jetzt auf Usedom geblieben sind und hoffentlich auch zuschauen und mit uns mitfiebern und Daumen gedrückt haben. Ganz lieben Dank. Man spürt das Herzblut, man spürt die Emotionen. Und ich sage nur, warum in die Ferne schweifen, wo Trier doch liegt so nah? Also der Silvesterlauf ist nicht fern. Wir können das mit kostenlosen Startplätzen sicherlich unterfüttern. Ihr seid herzlich eingeladen. Herzlichen Dank. Also wir werden es morgen testen, morgen früh. Die Strecke, ihr wohnt direkt an der Strecke, also insofern. Ah, perfekt. Dankeschön. Okay, Gratulation nochmal und danke für das tolle Engagement. Check mitnehmen. Also der Scheck war auch wirklich zum Mitnehmen gedacht, ist nicht nur Dekoration, und ich glaube, die Überweisung erfolgt dann auch. So seriös sind die Kollegen auf jeden Fall. ja, jetzt geht's weiter und jetzt kommen wir wieder, jetzt hatten wir den Breitensport, jetzt kommen wir wieder zum Spitzensport und jetzt wird ausgezeichnet der Trainer des Jahres. Dazu sage ich nur Folgendes: Der Preisträger ist vom Vorstand der German Road Races ausgewählt worden aufgrund seiner Erfolge über viele, viele Jahre. Und da gibt es jetzt einen ganz besonderen Laudator. Ich darf Horst Milde auf die Bühne bitten. Und er wird jetzt den Trainer des Jahres auszeichnen. Es ist Armin Beyer. Guten Abend erstmal an die Vertreter hier der Stadt, die uns ja so freundlich eingeladen haben und klar gemacht haben, 2000 Jahre bedeutet nicht, 2000 Jahre selbst auf dem Buckel zu haben, sondern modern zu sein und auch durch die Unterstützung des Laufsports immer auf dem Weg in die Zukunft zu sein. Ich habe die Ehre, hier als Sascha Wyszynski hat gesagt, als praktisch Gründer von German Road Races und der 2005 die Idee hatte, den Trainer des Jahres zu ehren. Unser Laufsport besteht ja aus mehreren Komponenten. Man braucht die Athleten, die guten Athleten und Athletinnen, sage ich mal. Man braucht gute Trainer, sonst würde das Paar nicht passen. Man braucht die Organisatoren, man braucht die Helfer. Sonst würde dieses Kunstwerk nicht gelingen. Wir wissen alle, dass ihr oder wir in Deutschland große Veranstaltungen haben. Und kann mir jetzt diesen Aspekt hier gönnen. Viele haben gefragt, was hat denn der Milde hier vorne? Also ich bin ursächlich vom Berlin-Marathon. Hier ist auch eine Gruppe, die mit einem Auto gekommen ist und mit vielen Devotionalien von euren Veranstaltungen nach Berlin zurückkehren wird. Hier steht drauf, lese das vor, Berliner 10-Kilometer-Lauf für Gefangene. Also ich habe den Berlin-Marathon gemacht mit 40.000 Teilnehmern und bin jetzt gelandet bei 80 Teilnehmern in der Justizvollzugsanstalt Plötzensee, weil mir das Organisieren Spaß macht. Und Gefangene in einer Justizvollzugsanstalt, die machen also vielleicht Hanteltraining oder Liegestütze und das ist es. Ich habe mit denen mal zusammen trainiert und habe mich gewundert, der Mann, der neben mir lief, der hatte so eine Muskeln. Ich sage, wie und was macht ihr denn? Die haben also ein
hervorragend ausgestattete Eisenanstalt, wo man trainieren kann, aber Laufen war nicht drin. Und wir haben in Berlin ja den berühmten Literaturmarathon, da hat eine junge Frau vorgetragen oder vorgelesen aus ihrem Buch oder aus ihren Broschüren. Da kam dann vor, dass sie Trainerin in dieser Justizvollzugsanstalt ist. Dann habe ich sie gefragt, wie macht man das und kann man denn da mal mitmachen? Und dann habe ich mich beworben bei der Berliner Justiz. Ich will da mal mittrainieren. Und also ihr kennt ja alle Berlin, ist ja nun nicht gerade mustergültig, außer beim Berlin-Marathon in der Organisation. Das hat also sehr lange gedauert. Dann habe ich den Justizsenator gemahnt, einmal, zweimal. Und dann wurde ich eingeladen und habe mit denen eben trainiert. Und daraus entstand der 10-Kilometer-Lauf für Gefangene in dieser Justizanstalt Plötzensee. Wir haben bei uns oder in unserem Umkreis natürlich auch Vermesser. Wir haben uns das denn angeguckt. Da gibt es eine 1-Kilometer-Runde innerhalb des Gefängnisses, Hochsicherheitstrakt. Und dieser Vermesser hat es wirklich mit einem, also so vermessen, dass es rekordfähig ist. Wenn da Weltrekord gerannt worden wäre, hätte der DLV das anerkennen müssen. Der DLV war oder durch den DLV dort vertreten. Und insoweit bin ich also immer noch aktiv. Im höheren Alter macht Spaß und ich freue mich, dass German Road Race das immer unterstützt mit Startnummern und allem Pipapo. Aber jetzt kommen wir mal zu dem Sinn, dass ich hier auftrete, zu der Ehrung. Armin ganz Bayer. Kurz, ganz kurz etwas dazwischen sagen. Das ziehen wir dir 100% von deiner Redezeit nachher ab. Gut. Also ich habe die Ehre, also den Trainer des Jahres, den ich also vor 10 Jahren vorgeschlagen habe, hier auch zu ehren. Bertolt sagte es hier vorher, also die Ehrungen, die finden auch statt, weil der DLV hier diese Ehrung macht. Also ich musste natürlich relativieren, German Road Races hat also vor 2004 angefangen, Ehrungen mit den Jugendlichen zu machen, die besten Jugendlichen, dann kamen die Trainer und dann alle anderen. Aber jetzt ist eben der Trainer der wichtigste Mann, den ich hier eben mit dieser Laudatio bedenken kann. Es ist, wie gesagt, Armin Bayer, seit 2005 eher German Road Races, den Trainer des Jahres, der sich um die Ausbildung und die Förderung von jugendlichen Läufern in der vorrangiger Weise verdient gemacht hat. Die Wahl fiel im Jahr 2022 auf Armin Bayer vom VfL Löningen. Vor einer Woche, das werden vielleicht die meisten wissen, wurden in Löningen nach 2011, 2014, 2017 nun bereits zum 4. Mal deutsche Crossmeisterschaften ausgetragen. Als Wettkampfleiter fungierte dabei einmal mehr Armin Bayer, der Leichtathletik-Abteilungsleiter ist und Trainer des Vereins. Über 1000 Läuferinnen und Läufer aus allen Teilen Deutschlands konnten sich dabei überzeugen, mit welcher Akribie ein Landverein, in Anführungsstrichen, eine derartige Großveranstaltung mustergültig ausrichten kann. Das ist jedoch nur die eine Seite im ehrenamtlichen Engagement von Armin Bayer. Der frühere Mittelstreckenläufer aus dem Rheingau kam nach dem Studium zusammen mit seiner Frau Antonia in den Landkreis Cloppenburg. Seit 2007 ist Armin Bayer als Trainer im VfL Löningen aktiv. Erste Anerkennung erhielt die Arbeit bereits 2009. Durch die Ernennung von Löningen als Landesstützpunkt im Niedersächsischen Leichtathletikverband NLV. In der Folge sorgte die leistungssportorientierte Laufgruppe des VfL Löningen unter seiner Leitung für erhebliche Schlagzeilen, denn die VfL-Läuferinnen sorgten für zahlreiche deutsche Meistertitel in den einzelnen Altersgruppen. Die namhaftesten Löningerin ist zweifellos Lea Meyer, die nach einem kapitalen Sturz bei den Weltmeisterschaften
schafften 2022 in Eugene bei den Europameisterschaften in München für eine kleine Sensation sorgte. Ihr könnt alle, ihr habt ja alle ein Handy, auf die Website von German Road Races gucken. Der dritte Artikel ist ein Foto von Lea Meyer, wie sie den Körper macht in den Wassergraben. Das ist das Bild, das Bild des Jahres von World Athletics. Also das ist schon für den Fotografen natürlich eine Auszeichnung, aber auch für Lea Meyer, dass sie das überlebt hat. Denn als ich das Bild zum ersten Mal aus USA gesehen habe, habe ich gesagt, das Foto, das ist einfach nicht zu toppen. Auch wenn man den Artikel liest, wie Lea Meyer darüber spricht und wie auch der Fotograf, der saß da nicht am Graben, sondern hat seine Apparatur da 2 Stunden vorher hinstellen müssen, ist er in der Ecke gegangen und danach hat er gesehen, was da für ein Foto geschossen hat. Also das Bild, ihr guckt zu, ob ihr auf eure Handys guckt, um das zu lesen. Die Grundlage legte dabei, jetzt sind wir wieder bei Lea Meyer, die Grundlage legte dabei Armin Bayer mit seinem einfühlsamen Training der Lea als Jugendliche und Junioren zu deutschen Meisterschaften und in der Nationalmannschaft mit Starts bei Europameisterschaften führte. Weitere VfL-Talente wie Anna-Sophie Drees, EM-Teilnehmerin über 2000 Meter Hindernis 2018, Caroline Hinrichs, 3 deutsche Meistertitel 2022, 9. der U20-WM und Lera Miller, U16-Meisterin über 3000 Meter, sind durch ihre Erfolge auf nationaler und internationaler Ebene vorzügliche Belege für die Leistungsfähigkeit der Trainingsgruppe von Armin Meyer. Und jetzt Bayer. Und jetzt kommt er mal her. Ja, wo ist er? Armin Bayer. Gratulation, Glückwunsch. Also, warte. Ich muss jetzt erst mal fragen, war das genug in der Laudatio? Das war gut. Ja. Also er steht in einer langen Reihe. Wir haben ja angefangen 2005 bis zuletzt hier mit unseren Trainern von Regensburg, den ihr alle kennt. Und er schließt in der Gruppe auf. Und wir hoffen, dass die Ehrung also viele eben auch dazu anregt, nicht nur selbst zu laufen, sondern auch andere zu führen. Wir kommen in der Leichtathletik nur weiter, wenn entweder die Eltern oder diejenigen, die dort trainiert wurden, dann auch selbst in der Leichtathletik wieder helfen. Insofern. Jetzt musst du zur Tat schreiten. Jetzt? Ja. Okay. Ja. Alles Gute. Vielen Dank. Ja, und insbesondere für alles, was du bis jetzt gebracht hast. Wunderbar. So. Dann haben wir, ich hoffe, dass das funktioniert. Wir haben Großes vor, immer in Trier, Silvesterlauf und. Aber jetzt haben wir noch eine Überraschung. Was ist das? Schau mal. Meier und Bayer. Hallo, Lea. Hallo, ich darf jetzt mal anschließend den Glückwünschen. Also herzlichen Glückwunsch, Armin. Lange nicht gesehen, jetzt mal so aus der Ferne. Aber auf jeden Fall hast du den Preis definitiv verdient. Das kann ich auf jeden Fall so unterschreiben. Und ja. Grüße auf jeden Fall schon mal und hoffe, wir sehen uns auch mal wieder demnächst in echt, in Realität, ganz nah voneinander. Vielen Dank, Lea. Aber du siehst gerade auch, das wärst du nicht in Südafrika, sondern in tiefen Bayern von dem Equipment im Hintergrund. Hat sie mitgenommen. Okay, ich hoffe, dass du jetzt gut trainieren kannst wieder, dass du von deiner Verletzung erholt hast und dass wir uns dann bald wiedersehen. Ich glaube, es muss über das Mikro. Ich verstehe sonst nicht. Ich hoffe, dass du dich jetzt von deiner Verletzung gut erholt hast, von deinem Knöchelbruch wieder gut trainieren kannst und dann in der Halle wieder zuschlagen kannst. In Löningen warst du ja leider nicht dabei, aber das beim nächsten Mal. Ja, leider. Also ich wäre ja natürlich auch gerne gelaufen, aber das sollte so nicht sein. Aber ich habe den Sturz überlebt in Eugene. Ich werde auch die Verletzung gut überleben. Und ja, dann muss Löningen wohl oder übel sich dann vielleicht in ein paar Jahren nochmal bewerben, damit ich dann mal am Start stehen kann, wieder bei den Crossdeutschen. Dann steht es im 150. Mal auf. Viel Glück. Ja. Ganz lieben Dank nach Südafrika, denn dort ist die Lea im Moment im Trainingslager, wo unter anderem auch Constanze Klosterhalfen aktuell trainiert. Vielen, vielen Dank, Lea. Schön, dass du hier zugeschaltet bist. So, ich hätte zum Abschluss nur noch eine Frage jetzt an den Armin. Wir haben ja gehört,
als Organisator, als Trainer über Jahrzehnte. Wo nimmst du diesen Antrieb her? Weil entlohnt wird so eine Arbeit ja nicht wirklich. Ja gut, ich habe, wie gesagt, 2007 angefangen als, ich sag mal, Aushilfstrainer meiner Frau, die die Gruppe betreute. Das hatte ich dann entwickelt. Letztendlich weiß ich, was mein damaliger Trainer mir gegeben hat. Das weiß man meistens als Athlet gar nicht zu schätzen. Und das wollte ich ganz einfach Athleten zurückgeben. Wenn einer auch Leistungssport betreibt, das prägt einen auch fürs weitere Leben. Ich bin jetzt auch selbstständig, das ist bei mir ein Hobby. Aber ich habe doch ganz einfach gemerkt, wie viel man durch den Leistungssport, was man da gelernt hat, man ist selbstständig geworden. Und das ist eigentlich auch mein Motto, dass ich die Athleten, die ich habe, zu selbstständigen Athleten erziehe. Und wir haben jetzt hier so eine tolle Gruppe. Es macht ganz einfach Spaß, aktuell in Löningen. Und das ist, glaube ich, auch ein Erfolgsrezept, dass es nicht eine einzelne Athletin ist, sondern ein ganzer Haufen von, ich sag mal, gierigen, jungen Läuferinnen, die was wollen. Und das ist eigentlich die Voraussetzung, um auch gut arbeiten zu können. Besser kann man es, glaube ich, nicht zusammenfassen. Und dann herzlichen Dank fürs Kommen nach Trier und weiterhin viel Erfolg. Ja, vielen Dank. War mir eine Ehre. Und auch vielen Dank an meine Frau, die mich immer unterstützt. Danke. Danke. Ja, ganz lieben Dank, Horst Milde. Ganz lieben Dank, Armin Beyer. Wir kommen zum nächsten Programmpunkt. Da muss ich mal ganz kurz in meine Liste gucken. Wo sind wir denn? Wir sind beim Nachwuchsläufer des Jahres. So. Und ich nenne da zunächst mal die Kandidaten, die wir auch hier auf dem Bildschirm sehen werden. Nominiert waren Konstantin Karls vom ASV Köln, über 5.000 und 10.000 Meter die Nummer 1 im DLV, in der U20 im vergangenen Jahr Benjamin Dern, LAZ Birkenfeld, 3.000 Meter deutscher Jugendmeister und mit 8 Minuten 10 eine herausragende Zeit gelaufen. Lukas Ehrle von der LG Brandenkopf, Vorjahressieger in dieser Kategorie und Europameister U20 im Berglauf. Tristan Kaufhold, SSC Hanau-Rodenbach, der ist in der U18 einen deutschen Rekord im 10 Kilometer Straßenlauf gerannt. Kurt Lauer, LAZ Ludwigsburg, die Nummer 1 der Weltjahresbestenliste sogar in der U20. Malik Skupin Alpha, LG Offenburg, auch die Mittelstrecken wollen wir ja nicht ganz unterschlagen bei dem breiten Laufspektrum, nur ist die Leistungsstärke aktuell da nicht so ausgeprägt, aber die 800-Meter-Läufer sind eben durch Malik Skupin Alpha von der LG Offenburg und Elia Ziem vertreten. So, und dann glaube ich, haben wir die Top 3 in einer Vorstellung im Bild, auch hier im Saal zumindest. Nachwuchsläufer des Jahres 2022. Das sind die drei Besten. Lukas Ehrle, der Nachwuchsläufer des Jahres 2021, zeigt auch in diesem Jahr, dass er ein Allround-Talent ist. Im Juli triumphiert der 17-Jährige bei der Berglauf-EM. Mitte September holt er sich den nationalen U20-Titel über 10 Kilometer auf der Straße. Tristan Kaufhold, der Athlet vom SSC Hanau-Rodenbach, ist über 10 Kilometer auf der Straße der schnellste unter 18-Jährige, den die deutsche Leichtathletik je hervorgebracht hat. Auch auf der Bahn glänzt das Lauftalent und wird unter anderem deutscher U18-Meister über 3000 Meter. Konstantin Karls, der Läufer vom ASV Köln, ist in diesem Jahr mit Abstand der schnellste deutsche Jugendliche auf den langen Bahndistanzen. Er dominiert die 5000 und auch die 10.000 Meter, obwohl er immer wieder von Verletzungen ausgebremst wurde. Nachwuchsläufer des Jahres 2022 ist... Ja, Lukas Ehrle. Lukas Ehrle zum zweiten Mal in Folge. Lukas Ehrle kann leider nicht hier sein, deswegen sehen wir ihn auf dem Bildschirm. Hallo Lukas, Gratulation. Hallo, vielen Dank. Ich freue mich riesig über den Titel. Kann es gar nicht glauben, dass ich es jetzt schon zum zweiten Mal geholt habe. Wirklich wahnsinnig, das ist großartig. Ja, warum bist du am Berg so stark? Du hast diesen Titel auf europäischer Ebene sogar gewonnen.
Das ist jetzt wirklich schwierig zu sagen. Berglaufen hat mir eigentlich, seit ich es ausprobiert habe, schon immer enorm Spaß gemacht. Einfach dieser Kampf, den man da an den Tag legen muss, sich durchbeißen, diese unterschiedliche Strecke, kein Berglauf ist gleich wie der andere. Und mit Willenskraft oben anzukommen, ich glaube, das ist dort einfach wichtig. Und die große Freude, der große Spaß und ja, die Belohnung durch die Natur, ich denke, das macht mich da einfach ganz stark. Ist das auch eine psychologische Sache, einfach nicht die Rundenzeiten immer zu sehen? Im 10 Kilometer Straßenlauf sieht man die auch nicht und da bist du ja auch deutscher Meister geworden in deiner Klasse. Ja, also ist schon nicht schlecht. Man kann sich rein auf das Rennen fokussieren. Wie gesagt, vor allem beim Berglauf. Jede Strecke ist anders. Es geht nicht darum, eine bestimmte Zeit zu laufen. Aber auch jetzt, sage ich mal, auf der Bahn macht es mir Spaß, wenn man die Zeiten sieht. Aber wohler fühle ich mich natürlich auf den längeren Strecken oder am Berg. Okay. Längere Strecken kann man in Trier auch beim Silvesterlauf laufen. 8 Kilometer, vielleicht sehen wir dich mal demnächst. Ganz lieben Dank zu dir nach Hause und viel Erfolg auch bei den Crosslauf-Europameisterschaften. Das ist ja, glaube ich, das nächste große Ziel. Ja, den Pokal hat der Wilfried Ratz hier, aber den können wir jetzt schlecht in den Bildschirm werfen. Den sollte eigentlich der Hans Tilly übergeben, aber den kannst du dir an Silvester hier abholen. Also kein Problem. Ansonsten schicken wir es per Post. Dankeschön. Bye bye, vielen Dank, lieber Lukas, und alles Gute für die Zukunft. Wir kommen zur nächsten Kategorie, und zwar zur Nachwuchsläuferin des Jahres. Da haben wir auch 7 Kandidatinnen, glaube ich, gehabt, von der Marie Becker aus Wettenberg, über die Sophia Benfares hier ganz aus der Nachbarschaft vom LC Rehlingen, Adia Budde, TSV Alzenholz, Franziska Drexler aus Regensburg war dabei, Yolanda Kalabis aus Freiburg, Johanna Pulte aus Wenden und die Kira Weiß aus Gerlingen. Und die Top 3 sind die, die wir jetzt im Film sehen. Nachwuchsläuferin des Jahres 2022. Das sind die 3 Besten. Jana-Marie Becker. Die Athletin der LG Wettenberg zeigt bei den U18-Europameisterschaften in Jerusalem ein beeindruckendes 800-Meter-Rennen. Hinter der Norwegerin Marlin Hölsfehn holt sie sich Silber. Yolanda Kalabis. Die 16-Jährige ist Europameisterin und Nummer 1 der Welt über 2000 Meter Hindernis bei den unter 18-Jährigen. Noch nie lief in dieser Altersklasse eine Läuferin so schnell wie sie über diese Distanz. Franziska Drexler. Erst 16 Jahre alt und schon mischt sie in der U20 vorne mit, läuft dort gegen Konkurrentinnen, die bis zu 3 Jahre älter sind. Ein Saisonhöhepunkt, das 5000 Meter Meisterschaftsrennen der U20 in Pliezhausen. Sie belohnt sich mit Silber. Nachwuchsläuferin des Jahres 2022 ist Yolanda Kalabis. Gratulation, Glückwunsch. Und dann darf ich dazu unseren Oberbürgermeister nochmal hochbitten, denn er darf den Preis überreichen, was auch in dem Fall, Zufall oder nicht, wieder einen Bezug zu Trier hat, denn ihre Weltrekordzeit für die U18, die 6 Minuten, 7 Sekunden und 72 Hundertstel, die ist hier wo gelaufen? Im Moselstadion in Trier. Ja, und der Oberbürgermeister ist aus Trier. Nein, der ist aus Freiburg. Ach so. Das ist was ganz Besonderes, jemand aus Freiburg zu ehren. Wie gesagt, ich bin vor vielen Jahren von Freiburg nach Trier gezogen und deshalb, ja, ich gehe mal zur Seite. So. Und deshalb freue ich mich besonders, jemanden aus Freiburg zu ehren und toi 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 für die weiteren Rennen. Und jetzt mache ich es wie Berthold Mertes. Trier ist ein richtig toller Ort zum Silvesterlauf. Ja.
Herzlichen Glückwunsch. So, jetzt vergessen wir nicht das Mikrofon. Die Luanda bekommt das Mikrofon, nicht das Telefon. Und die Nina, ihre Mutter, würde ich auch mal bitte auf die Bühne bitten. Denn das ist ja nicht nur die Mutter, sondern es ist auch noch die Trainerin. Der Name Kalabis wird einigen etwas sagen. Der Vater Damian ist Europameister geworden 1998 und die Mutter ist die Trainerin, also als Sportwissenschaftlerin von Kompetenz umgeben. Da kann ja nur was werden aus dem Mädel. Aber Yolanda, zunächst wollen wir dich mal fragen, wo geht das noch hin? Das ist ja eine irre Entwicklung, die du jetzt vollzogen hast. Das ist eine irre Zeit über diese Strecke und du gehst ganz bewusst, wenn ich das richtig verstanden habe, auf andere Strecken jetzt erstmal. Ja, also hört man, ja, hört man. Bis jetzt habe ich mich auch eher auf den Mittelstrecken aufgehalten. 2000 Meter Hindernis ist ja auch eher noch eine Mittelstrecke, würde ich sagen, aber da es ja nächstes Jahr auf die 3000 geht, das finde ich noch ein bisschen lang, werde ich mich eher auf die 800 und 1500 zurückziehen und ich schließe nicht aus, wieder auf die 3000 Hindernis zu gehen, aber die nächsten zwei Jahre erstmal nicht. Fragen wir doch mal die Mutti. Also wir sind jetzt gerade 3 Jahre aus der Schülerklasse raus oder das dritte Jahr. Soeben haben wir noch Block-Mehrkampf-Meisterschaften gemacht und eigentlich wollten wir das auch noch ein bisschen weitermachen. Die Vielseitigkeit noch ein bisschen proben und ich denke auch, dass sie gebürtige Hindernisläuferin ist. Allein von der Beinlänge kommt man ganz gut über die Balken. Wir sind einfach noch nicht so weit und wollen uns da gerne Zeit lassen. Ich taste mich da als Trainerin auch erstmal ran, jemanden zu trainieren, der mit so viel Talent gesegnet ist auch. Und deswegen, ich würde es nicht ein Zurückziehen auf die Mittelstrecken nennen, sondern wir wollen da richtig zuschlagen im nächsten Jahr. Da sind wir mit Sicherheit sehr, sehr gespannt. Und das schönste Rennen im letzten Jahr, du musst jetzt nicht Trier sagen, aber es gab ja noch andere. Es gab ja auch den Erfolg in Jerusalem zum Beispiel bei der EM. Was war emotional für dich das überhaupt im Laufe der letzten Jahre der schönste Wettkampf? Also ich würde schon sagen, dass der auf jeden Fall diese Saison war, weil ich da so das erste Mal richtig was gerissen habe. Und Jerusalem war schon echt auch ein tolles Rennen, weil also ich war mir schon relativ siegessicher, aber dass es so deutlich wird, hätte ich nicht gedacht. Aber Trier war nochmal was anderes, weil ich da gar nicht gerechnet hatte mit diesem Rekord und der krassen Leistung, das kann ich eigentlich immer noch gar nicht richtig fassen, dass ich so schnell gerannt bin, also weiß gar nicht. Wir wissen selber gar nicht, wie das sein kann, dass ich so schnell gerannt bin. Und ich weiß, mein Kopf hat einfach voll funktioniert in diesem Rennen. Ich glaube, bin eher mit meinem Kopf gerannt als mit meinen Beinen und habe auch zu keiner Zeit des Rennens gedacht, boah, ist voll anstrengend. Es war einfach nur richtig geil und deswegen war das, glaube ich, auch mein Lieblingsrennen. Ja, sehr schön zu hören. Welche Rolle spielt die Stärke der deutschen Hindernisläuferinnen in den vergangenen Jahren? Gesa Krause ist bei uns im Verein, aber es gab ja auch davor schon Titelgewinne durch deutsche Läuferinnen. Ist das ein Grund gewesen, auch Spaß an Hindernis zu finden oder hast du überhaupt Vorbilder? Och, also natürlich ist es schön, auch die Aktiven erfolgreich zu sehen und das Ziel zu haben, dann zu denen aufzuschließen. Ich muss aber sagen, mein erstes Hindernisrennen bin ich in Spanien gerannt, habe ich auch meinen ersten Meistertitel gewonnen, andalusische Meisterin 1000 Meter Hindernis. Okay. Hat mir echt Spaß gemacht dort und irgendwie bin ich dann dran geblieben, erst bei den 1500 und dann bei den 2000 und weil ich auch viel Hürdenlauf gemacht habe, war das dann die perfekte Mischung. Mhm. Bisschen länger mit Balken und Wassergraben auch, ist auch cool.
Ja. Es ist ein bisschen mehr Abwechslung und wenn man dann mal reinfällt, kühlt es auch ab, klar. Ja. Aber toll, was du erzählst. Du hast gesagt, um zu den Aktiven aufzuschließen, ich würde sagen, du gehörst längst zu den Aktiven mit dieser Leistung. Und insofern Riesenapplaus nochmal und schön, dass ihr hier seid. Ja, die Trophäe ist auch weg. Jetzt geht's weiter und wir wechseln mal. Man kann ja sagen, das Beste zum Schluss. Deswegen haben wir jetzt die Nachwuchsläuferinnen hinten dran. Und jetzt kommt das Beste zuerst, nämlich jetzt geht's weiter mit der Läuferin des Jahres. Oder bin ich falsch? Nee, ich bin richtig. Läuferin des Jahres mit den Kandidatinnen zunächst mal. Miriam Dattke von der LG Telis Regensburg ist nominiert gewesen, die Team-Europameisterin Laura Hottenrott, die auch unter anderem hier heute Abend bei uns ist. Sie hat den Jungfrau-Marathon gewonnen und ist deutsche Meisterin Halbmarathon geworden. Die Konstanze Klosterhalfen mit ihrem 5000-Meter-Sieg bei den Europameisterschaften ist natürlich dabei. Dominika Meier, die im Marathon auch wesentlich zum Teamerfolg bei den Europameisterschaften beigetragen hat. Die Lea Meier, die wir vorhin schon mal gesehen haben. Ja, vielleicht sehen wir sie nochmal. Und die Katharina Steinruck, die uns heute auch die Ehre gibt, die eine tolle Saison hatte und leider beim EM-Marathon umknickte. Aber die bewundernswerte Leistung war eben die, da durchzulaufen fürs Team und auch wesentlich dazu beizutragen, dass das Team EM-Gold gewonnen hat. Und jetzt zeigen wir die Top 3. Das sind die Top 3, Lea Meier, Konstanze Klosterhalfen und Laura Hottenrott. Und wir im Saal, leider nicht die im Livestream, sehen jetzt auch gleich den Film dazu. Läuferin des Jahres 2022. Das sind die drei Besten. Lea Meier. Bei der WM in Eugene war die Hindernisläuferin noch Sinnbild für das schwache Abschneiden der deutschen Leichtathleten. Doch nur einen Monat später in München folgt nach überstandener Corona-Infektion der Höhepunkt ihrer Karriere, EM Silber. Konstanze Klosterhalfen, auch sie noch enttäuschend bei der WM, das Aus im Vorlauf, dann der Triumph über 5000 Meter in München, Europameisterin, gefolgt von einem traumhaften Halbmarathon-Debüt in Valencia. Sieg in einer Stunde, 5 Minuten und 41 Sekunden, Rang 2 der ewigen deutschen Bestenliste. Laura Hottenrott, eine Kämpferin. Den WM-Marathon hatte die 30-Jährige wegen einer Corona-Infektion verpasst. Doch beim Jungfrau-Marathon kann sie sich feiern lassen. Sie rundet ihr Sportjahr ab mit dem deutschen Halbmarathon-Titel. Läuferin des Jahres 2022 ist... Tja, Konstanze Klosterhalfen. Und in diesem Fall haben wir eine ganz ungewöhnliche Laudatorin, deswegen sagen wir auch nicht Laudatio dazu. Ich bitte Gisa Krause auf die Bühne, die Läuferin vom Verein Silvesterlauf Trier, die zweimalige Europameisterin, die heute ja die freudige Botschaft auch verbreitet hat, dass sie in Bälde Mutter wird. Aber jetzt geht es um Konstanze Klosterhalfen. Bitte Gisa. Ja, richtig. Jetzt geht's nicht um mich, sondern jetzt geht's um Coco. Und ich habe hier nicht viel vorbereitet, aber ich möchte gerne ein paar Worte zu Coco sagen, die ich vor einigen Jahren auch ein bisschen näher kennenlernen durfte. Und unsere Wege haben sich in den letzten Jahren doch sehr häufig gekreuzt, aber sehr, sehr selten auf der Laufbahn. Denn die Hindernisdistanz und den Marathon ist sie bisher noch nicht gelaufen. Und ja, auf allen anderen Disziplinen weiß man, dass wenn sie am Start ist, dass sie meistens einen Rekord angeht oder auch einen Rekord gelaufen ist. Deswegen, das war immer so ihr Ding, möglichst
sehr, sehr schnell zu laufen und damit die Herzen der Menschen und auch die Begeisterung für den Laufsport immer wieder herauszukitzeln. Sie liebt es, wenn es schnell ist, und sie liebt es vor allem, wenn sie vorne laufen kann und allen zeigen kann, wo es lang geht. Und in diesem Jahr, glaube ich, ist ihr etwas geglückt. Sie hat das erste Mal eigentlich seit 2019, aber es ist ja immer noch mal was Besonderes, wenn man ganz oben auf dem Podium steht, gezeigt, dass sie auch eine taktische Meisterleistung vollbracht hat. Und ich habe das Rennen, muss ich gestehen, damals in München nicht live gesehen. Ich habe mir außer dem ersten Leichtathletik-Tag, der mir sehr wehgetan hat, und dann das 3000 Meter Hindernisrennen nicht sehr, sehr viel verfolgt, außer die Ergebnisse. Aber ich habe mir dann gerade heute das Rennen nochmal angeschaut, und selbst einige Monate später sind solche Momente noch Gänsehaut pur, weil ich habe es am eigenen Leib erleben dürfen. Es ist was ganz, ganz Besonderes, vor heimischem Publikum zu laufen. Und es ist vor allem noch was viel Besonderes, wenn man vor heimischem Publikum gewinnt. Und ihr Rennen war nicht nur eine taktische Meisterleistung, sondern auch einfach grandios. Und ich kriege gerade wieder Gänsehaut, wenn ich dran denke, weil wenn man dieses Publikum sieht, wenn man sieht, wie das deutsche Publikum mit ihr mitgefiebert hat und sie eigentlich nach vorne gepusht hat, dann ist es genau das, was Sport ausmacht und was unseren Sport, den Laufsport, so besonders macht. Und das war eine grandiose Leistung, liebe Coco. Ich weiß nicht, ob du jetzt live dabei bist, aber das war definitiv bewundernswert. Und deine Breite ist sowieso etwas, wo jeder aufschaut. Du bist ein Naturtalent. Und ich glaube, die meisten warten jetzt nur noch darauf, dass du vielleicht irgendwann doch noch mal 3000 Meter Hindernis oder den Marathon läufst. Mal sehen, was zuerst kommt. Aber nein, ich wünsche dir von Herzen, dass es weiterhin sportlich so bergauf geht. Und diese Auszeichnung ist auf jeden Fall mehr als verdient. Jetzt sind wir in der Tat gespannt, ob das mit der Schalte auch diesmal hingehaut hat. Das ist Wahnsinn. Hallo, Coco. Hallo. Gratulation zur Wahl. Gratulation zu deinen großen Erfolgen in dem Jahr. Wie ist es in Südafrika? Ja, vielen Dank. Ich fühle mich sehr geehrt. Und auch vielen Dank, Gisa, für die lieben Worte. Es hat mich sehr gefreut. Habe ich jetzt gar nicht mit gerechnet. Ich fühle mich sehr geehrt und freue mich. Und hier ist ganz schön. Wir haben noch eine Stunde Strom, dann ist hier wieder Stromcut. Deshalb hat das jetzt ganz gut gepasst. Ganz liebe Grüße hier aus Südafrika. Ja, ich wollte dich schon nach dem Alltag dort gefragt haben oder noch fragen. Das hast du jetzt schon beantwortet. Aber wie ist denn das Gefühl überhaupt nach 3 Monaten, sind ein bisschen mehr als 3 Monate seit diesem großen Erfolg von München? Die Gesa hat ja vorhin auch gesagt, es war wirklich eine taktische Meisterleistung. Und du hast ja vorher auch schon mal in dem einen oder anderen Rennen eine bessere Platzierung ein bisschen verschenkt, vielleicht, weil du taktisch hättest klüger laufen können. Ist das jetzt so mental auch ein Befreiungsschlag, was das angeht, bei einer ganz großen Meisterschaft auf der Bahn dann auch wirklich taktisch 100% performt zu haben? Auf jeden Fall. Also es ist irgendwie, die taktischen Rennen haben mir immer schon viel bedeutet, weil ich auch selber weiß, also ich liebe einfach schnell zu rennen und ohne groß nachzudenken so drauf los zu halten, aber dass es dann auch bei so einer Meisterschaft irgendwie aufgeht und man dann auch ein taktisches Rennen abliefern kann, das irgendwie bedeutet mir sehr viel. Und wenn ich jetzt dran zurückdenke, also danach die Wochen oder die Woche München, aber auch die Wochen jetzt danach, war irgendwie super viel los. Und ich bin dann auch ziemlich schnell dann nach Kenia abgereist und dann war wieder der neue Fokus. Und aber immer noch, wenn ich jetzt daran zurückdenke, dann kann ich es irgendwie immer noch nicht glauben, dass an diesem Abend einfach alles zusammengekommen ist und das dann so geklappt hat. Und wie Gisa schon gesagt hat, das ist ein unbeschreibliches Gefühl. Jetzt, die Gesa hat übrigens die Trophäe auch in der Hand, ne? Das funktioniert nicht. Damit. Doch, das funktioniert. Doch, okay. Ich muss noch sagen, also damit ich mich jetzt hier einreihe, wenn du dann eine Trophäe haben willst, musst du zum Silvesterlauf nach Trier kommen, damit du dir sie abholen kannst. Dankeschön, vielen Dank. Das war eine tolle Steilvorlage. Ich wollte das jetzt nicht nochmal gesagt haben. Ich habe das Argument
paar Mal gebraucht. Aber nee, Spaß beiseite. Zukunft, wo ist deine Zukunft? Die 3000 Hindernisse fehlen ja noch in der Palette, haben wir vorhin gehört. Aber ich könnte mir vorstellen, dass es bei dir dann doch eher in Richtung Marathon geht. Oder? Also ehrlich gesagt stelle ich mir die 3000 Hindernisse wirklich spaßig vor. Also hätte ich eigentlich auch Lust, mal auszuprobieren. Aber ich denke, ich werde erstmal noch bei der Flachstrecke bleiben und auch der Fokus geht jetzt wieder. Also ich mache jetzt nochmal einen kleinen Ausflug zum Cross und dann auch nochmal auf die Straße. Aber dann ist der Fokus für nächste Saison und auch die nächsten Jahre auf jeden Fall auf der Bahn. Aber ich freue mich dann auch immer mal wieder die Straße auszutesten und dann vielleicht in ganz, ganz ferner Zukunft auch mal einen Marathon anzugehen. Aber da, ja, das reizt mich im Moment noch gar nicht so. Hat noch Zeit, ganz sicher. Bist ja noch jung. Ja, ganz lieben Dank, Coco, dass du dich bereit gehalten hast für uns und uns hier im Römersaal der Stadt Trier und auch eben den ganzen Fans im Livestream etwas erzählt hast. Vielen, vielen Dank. Weiter gutes Training in Südafrika und komm dann in Topform zurück. Herzlichen Dank. Vielen Dank. Nochmal vielen Dank. Es ist eine große Ehre. Ich freue mich sehr. Und vielleicht noch ein bisschen Livestream schauen, denn wir haben jetzt gleich auch noch einen Film, der uns allen Gänsehaut macht. Aber uns allen Gänsehaut macht dieser Film ganz sicher. Ob Ton, ob Bild, es war phänomenal. Jetzt schauen wir hin. Aber Achtung, hier entspinnt sich jetzt das Finale über 5000 Meter. Constanze Klosterhalfen kämpft sich Meter um Meter an Yasemin Can heran. Hat McColgan abgestellt. Schauen Sie mal, die Türkin schaut auf die Anzeigentafel. Ja, da ist sie schon. Coco kommt ran. Schritt um Schritt. Zwei Runden noch. Die Türkin schaut sich um. Ja, da ist sie. Abgestellt hat über 10.000 Meter und attackiert jetzt. Es ist der helle Wahnsinn, dieser super klare Blick von Constanze Klosterhalfen eben hoch auf die Videobank. Hat den günstigsten Moment abgepasst und hat jetzt die Attacke gestartet. Vorbedingungen sind gleich. Beide haben sie die 10.000 Meter in den Beinen. Und jetzt wird gleich die Glocke für die beiden geläutet. Constanze Klosterhalfen auf dem Weg zu einer Medaille. Aber welche wird es? Ja, emotionale Bilder, die von uns kaum einer vergessen wird und Constanze sicherlich ganz bestimmt nicht. Das hat noch einen Applaus verdient, einmal mehr. Ja, was bleibt? Der Läufer des Jahres. Da haben wir auch eine ganze Reihe von Kandidaten. Die sehen wir gleich auch an der Tafel. Unter anderem Sebastian Händel von der LG Braunschweig, der bei seinem Marathondebüt gleich 2:10 gelaufen ist, Nummer 3 im DLV. Auch der Marathon ist aktuell, würde ich mal fast sagen, eine Vorzeigedisziplin, im europäischen Maßstab zumindest. Mohamed Mohamed ist dabei von der LG Olympia Dortmund, über 5000 Meter, zweitschnellster der ewigen Bestenliste. Da heißt nur, Dieter Baumann war schneller als seine 13:03. Amanal Petros, der deutsche Rekordhalter im Marathon und EM-Vierte von München. Hendrik Pfeiffer, deutscher Meister und Vize-Europameister im Team. Der Richard Ringer vom LC Rehlingen, Verein hier aus der Nachbarschaft, im Marathon Europameister. Und der schnellste des Jahres über die 42,195 Kilometer. Das war nämlich ein Newcomer aus Hamburg, Haftom Veldai, der lief in Berlin 2:09:06. Aber wer sind die Top 3? Das sehen wir jetzt. Läufer des Jahres 2022.
Das sind die drei Besten. Amanal Petros. Im Dezember 2021 verbessert der Wattenscheider seinen eigenen deutschen Marathonrekord auf 2 Stunden, 6 Minuten und 27 Sekunden. In München bei der EM liegt er lange auf Goldkurs, am Ende Rang 4 und EM Silber mit dem Team. Hendrik Pfeiffer. Der deutsche Marathontitel Anfang April in Hannover ist der Beginn einer imposanten Serie. Insgesamt finisht der 29-Jährige 5 Marathons in diesem Jahr, darunter auch den EM-Marathon in München. Er holt Silber mit dem Team. Richard Ringer. Sein Sieg bei der Leichtathletik-Europameisterschaft in München ist der goldene Auftakt für das Team. Der 33-Jährige vom LC Rehlingen stürmt mit einem sensationellen Schlussspurt zum Titel. Damit stellt Deutschland erstmals einen Europameister im Marathon. Läufer des Jahres 2022 ist Richard Ringer. Und in dem Fall gäbe es heute keinen geeigneteren als Manfred Steffni, um die Laudatio auf Richard Ringer zu halten. Manfred, darf ich dich jetzt nochmals auf die Bühne bitten? Der Mann, der fürs Lebenswerk ausgezeichnet ist und im Marathon Pionier war, spricht über Richard Ringer. Ja, ich war genauso baff wie alle. Als Richard Ringer nun als Erster ins Ziel lief, ich hatte mich vor dem Fotografen noch gewagt, hatte irgendwie Durchgang, aber ich konnte ihn nicht richtig fotografieren, weil es zu sehr am Rand lief. Aber das war nun genau der Trick, um den Tesfeyri noch zu überholen. Später hatte ich die Gelegenheit, mit ihm zu sprechen, und da merkte ich, dass der Controller noch eine Rechnung offen hatte. Und diese Rechnung bezieht sich auf den Amsterdamer 1500-Meter-Lauf, wo 3 Läufer in der gleichen Zeit von 3:40:85 ins Ziel liefen, und es gewann dann nicht alle 3, wie wir es später hatten in Tokio bei den Olympischen Spielen im Hochsprung oder im 10-Kilometer-Lauf in Saarbrücken, wo Holger Teusch ein tolles Siegesfoto geschossen hatte von Ben Fares und Dieterich, sondern es gab nur eine Goldmedaille, und die gab es also für Ilius Fifa, von dem man später nicht mehr viel gehört hat, vor Adel Mechal, der weiter ein Spitzenläufer war. Der dritte war dann eben in der Reihenfolge Richard Ringer, und vierter war Henrik Ingebrigtsen, nur eine Hundertstel dahinter. Es gibt da tolle Fotos von vorne, das ist also ein fast nie gesehenes Rennen. Aber es hat keine Medaille gegeben für alle 3x Gold, sondern sie wurden verteilt. Und sehr enttäuscht war Richard Ringer, nachdem er 14-mal deutscher Meister geworden war, von 2011 an im Crosslauf, im 3000-Meter-Lauf in der Halle, im 5000-Meter-Lauf und im 10.000-Meter-Lauf. Jetzt wollte er endlich mal einen europäischen Titel erringen, und dann hat man ihn doch um Gold betrogen. Es kam irgendwie der Controller wieder heraus. Der Controller hatte noch eine Rechnung offen. Was ist ein Controller? Ja, das ist im Betrieb, ist das so eine Art Bundesrechnungshof. Der guckt, was die anderen falsch machen. Aber er hat auch viel zu tun mit Devisen und mit den Handlungen. Und so ist er doch in diesem Beruf, der sehr wichtig ist, geblieben. Und nach seinem Studium in Konstanz ist er in Friedrichshafen geblieben und hat dort nun als Controller angefangen, hat immer gearbeitet, trotzdem seine 14 deutschen Meisterschaften erzielt. Und er hat dann
eine Freundin kennengelernt. Alles spielt sich am Bodensee ab, wie bei Martin Walser. Aber er ist nicht das, nicht das fliehende Pferd, das er beschrieben hat in einem seiner Romane, sondern auch in Bregenz hat er sich umgesehen. Und da hat er nun eine Frau kennengelernt, mit der hat er zuerst mal nur in Wien im Paarlaufen gewonnen. Das ist ein toller Wettbewerb gibt es da in Wien, Paarlauf, Mann, Frau. Sondern er hat, wie das so geht, nachdem er seine Aufgaben alle erfüllt hat, sie am Bodensee geheiratet. Na, der Power. Ist sie auch hier? Leider nicht. Leider nicht, siehste, das war ein Fehler. Sonst ist doch alles so gut organisiert. Du hast deine SMS nicht gelesen, habe ich dir geschrieben. Jedenfalls hat Richard Ringer weiterhin Pech gehabt bei Europameisterschaften. 2018 ist er nach einem hervorragenden Europacup-Sieg über 10.000 Meter in London in einer einmaligen Veranstaltung in Europa, wo ein halbes Dutzend Läufe oder noch mehr durchgeführt werden und dann stehen mitten im Stadion, werden sind Zelte aufgebaut und die Läufer, die Zuschauer rücken bis auf Bahn 3 vor und es herrscht eine einmalige Stimmung. Dort hat er also in seiner Bestzeit von 27:36 gewonnen, die er auch später nicht mehr erreicht hat. Erreicht hat er 13:10 über 5.000 Meter im Zolder in Heusden, das ist so eine Rennstrecke, wo man um Mitternacht auch läuft. Und dadurch war er etwas irritiert, laufe ich 5.000, laufe ich 10.000 Meter bei den Europameistern, bei den, Moment. Europameisterschaften 18 meinst du wahrscheinlich in Berlin? Bitte? 18 in Berlin. Ja, 18, wir sind da bei 18. Da ist er leider ausgestiegen bei den 10.000 Metern, weil er irgendwie gesundheitlich nicht in Ordnung war. Es ist möglich, dass er zu früh vom Höhentraining zurückgekehrt ist, denn er hatte nie eine Erklärung dafür gefunden und hat sich aber jetzt umgestellt, nachdem ihm 2019 bei der Weltmeisterschaft in Doha das Gleiche passiert ist. Ich erinnere mich, er stand dort fassungslos zum Interview, nachdem er also nun 13:49 gelaufen ist und im Vorlauf ausgeschieden ist. Aber er hat sich dann umgestellt, er hat in eine Trainingsgruppe in Belgien gefunden, unter Team Moreau, wo Läufer sind, wie er selbst sagte, die zum Teil stärker sind als er. Und in dieser Gruppe ist er gewachsen, in dieser Gruppe ist er auch zum Höhentraining gefahren, ob in Flagstaff, aber in St. Moritz hat er auch den Amanal Petros getroffen, mit dem er viele Rennen bestritten hat, über alle Strecken, ob das 5000 waren, wo er vor ihm Meister war, ob es Halbmarathon war, den er dann auch besiegt hat. Aber Amanal Petros wollte natürlich auch in München gewinnen, den Marathon, und er war eigentlich der größere Favorit. Aber wir hatten eben Richard Ringer, den Mann, der jetzt eben aus der Höhe kam und trotzdem in Belgien blieb und woanders und bei 25, 27 Grad trainiert hat, um sich auf diesen unverschämten Hitzelauf, den uns der Europäische Leichtathletikverband da vorgesetzt hat, mit Startzeit zur Mittagszeit. Es haben viele protestiert dort gegen. Aber naja, Richard Ringer hat das Beste draus gemacht. In 2:10:21 hat er gewonnen. Eine Zeit, die bei normalen Verhältnissen bei einem Start, sagen wir mal um 8.30 Uhr auf diesem sehr schnellen Rundkurs, eine 2:07 wert ist. Und ich meine, das sind also natürlich auch die Carbon-Minuten, die dort hereinzahlen. Und wir haben uns darüber auch unterhalten. Und Richard meinte tatsächlich, es könnte 3 Minuten ausmachen, der Carbon-Schuh. Viele bezweifeln das. Viele kommen auch nicht zurecht mit dem Schuh. Sie trainieren zu viel damit und sind verletzt. Richard war auch ein paar Mal verletzt, er hatte auch sich noch Corona zugezogen und er war krank. Wie immer hatte er zwischendurch Pech, der Controller konnte nicht alles ausrechnen, aber jetzt ist er in und endlich wird er auch zu den German Road Races kommen und wird also nun eben in Hamburg wieder einen Marathon in Deutschland bestreiten. Das wurde vor einigen Tagen gesagt und dann hoffe, dass er dann an diese Zeiten herankommt. Richard, dürfen wir dich hochbitten?
dreht euch mal kurz zur Kamera auch rüber. Also ich würde mal sagen, das ist ein Foto für die Geschichtsbücher. Zwei deutsche Marathonhelden zusammen und dann Richard, der hier eine höchst fachkundige Laudatio mit sehr vielen Details und Feinheiten gehört hat. Hat sich gepackt? Genau. Hallo, hallo. Check, check. Ja, also es war eine sehr rührselige Rede von dir. Also ich habe es wirklich richtig mitgenommen. Wer mich kennt, der weiß eigentlich, dass ich nicht sehr viele Tränen verdrücke, aber da musste doch jetzt gerade eine raus und ja, war fast alles richtig von deiner Rede. Ich habe damals eine Antwort gegeben, 2018, ich hatte Muskelbündelriss mir kurz eingefangen, aber trotzdem, aussteigen ist eigentlich nie von mir so gewollt, aber manchmal müssen dann halt da auch durch. Meine Frau kann leider nicht kommen, durch einen Radsturz im April ist jetzt erst eine Verletzung festgestellt worden und die ist erst operiert worden vor 2 Wochen, deswegen ist sie gerade in Reha, man kennt es ganz gut, Herxheim, liegt hier auf der Strecke, habe ich sie heute hingefahren und bin dann hier weiter, deswegen auch nicht, sage ich mal, derjenige, der hier als Erster reingekommen ist, sondern leider als Letzter, habe es aber gerade noch hingekriegt. Was soll ich sagen, bei den ganzen Läufern, die hier vorgestellt worden sind, und es fehlen noch eine ganze, ganze Menge. Also es waren sehr, sehr viele Marathonläufer diesmal drauf. Aber was in Deutschland über 800 Meter, über den Hindernisbereich, über 5000 Meter erzielt, das sind auch ganz tolle Leistungen. Deswegen ist es natürlich eine besondere Ehrung für mich, hier heute oben zu stehen. Und gerade hat man Ammann auch nochmal gesehen, der ist einen deutschen Rekord gelaufen. Das ist Wahnsinn, das ist der schnellste Deutsche jemals. Und hat mir auch geholfen bei der EM, dass ich da vorne stehe, weil er hat mir auch unterwegs geholfen, mich dann wieder nach vorne zu orientieren und dran zu bleiben. Nimm uns noch mal ganz kurz mit auf die Reise, die letzten Kilometer in München. War das wirklich kopfgesteuert, dass du da zeitweise 50, 60 Meter hinter der Spitze gelaufen bist, so 4, 5, 6 Kilometer vor dem Ziel irgendwo? War das überlegt oder konntest du nicht zu dem Zeitpunkt mitgehen? Es waren schon enorme Antritte jedes Mal. Also es gab ja nicht nur die Attacke 5 Kilometer oder 7 Kilometer vor Ziel, die gab es auch bei Kilometer 32, wo ich abfallen habe müssen, wo wir die Getränke-Situation hatten, weil ich mir da immer ein bisschen mehr Zeit nehme, um wirklich Energie zuzuführen und eben auch zwischendrin. Aber man hat sehr, sehr viele Attacken gehabt, wo dann halt immer 1, 2 Läufer weggingen und dann aber die Lücke wieder geschlossen worden ist. Der Spanier hat einen sehr, sehr großen Fehler gemacht, weil er ist angetreten, aber ist die Kurve außenrum gelaufen. Wir sind alle abgekürzt erstmal und dann auch natürlich ein riesen Dank an Amaral, der hat sofort die Lücke geschlossen. Das ist natürlich dann vorne dann auch schwer, wenn er dann sieht, da kommen jetzt wieder Leute rein und das dann durchzuziehen, sondern die haben dann wieder gewartet. Auch Mauro Teferi, der Zweite, der war auch erstmal nicht in der vorderen Gruppe dabei, hat auch wieder aufgeschlossen und klar, wenn du da zu 5 bist, wieder vorne, dann wurde wieder taktiert, wurde zurückgeschaut. Und ich habe mir dann nochmal Mut gefasst. Bei der letzten Getränkestation habe ich dann eben nochmal gut Energie zugeführt und habe gesagt, jetzt beim Berg, beim Friedensengel, da gebe ich nochmal alles. Und ich habe gemerkt, dass sie nicht mehr wegkommen und dass ich ein bisschen rankomme. Und habe mir dann auch gesagt, und das wurde mir dann auch von meinem Trainer, von meiner Frau, von meinen besten Freunden, die dann mit dem Fahrrad an diesen ruhigen Stellen mitgefahren sind, gesagt, zieh es jetzt durch, egal was rauskommt, wir sind stolz auf dich. Und ich bin dann einfach vorbeigelaufen, weil ich wusste, mein Körper schafft es nicht mal nochmal zu warten und dann nochmal eine Attacke mitzugehen. Und diese Attacke war dann ganz am Ende, die letzten Kilometer. Das war für mich erstmal auch zu hart. Ich habe dann erstmal noch Krämpfe wieder bekommen, aber habe dann trotzdem gesagt, jetzt musst du gucken, jede 100 Meter ein bisschen erhöhen. Amaral hat es dann leider erwischt mit dem Krampf. So konnte ich dann auf einmal auf Position 2 laufen und hinten raus, da wart ihr alle verantwortlich, dass ich da vorbeigeflogen bin im Ziel. 6:33, die letzten 2:1:95. Und mit 6:13 ist er fast der schnellste Läufer auf diesen letzten 2,2 Kilometer. Nur Eliud Kipchoge lief mal 6:10. Das ist für die Nichtkenner der Weltrekordler. Ja.
Also die Entscheidung ist ja tatsächlich erst auf den letzten 60, 70, 80 Metern gefallen. Wann war der erste Moment, wo du in Erwägung gezogen hast, dass du das Rennen gewinnen kannst? Und wann war der Punkt, wo du dir sicher warst, dass du es gewinnst? Kann man das in Meter ausdrücken? Wir sprechen von 42,195 Kilometern in der Summe. Aber ja, diese beiden Momente, wo würdest du die festmachen? Wer mich kennt, der weiß, dass ich nie zurückschaue. Und deswegen habe ich auch bis zum Ziel durchgezogen. Und erst als ich den Zielband an der Hand hatte, da habe ich dann gedacht, das könnte wahrscheinlich was sein, weil ich dann links geschaut habe. Ich weiß nicht, ob da jetzt noch der Spanier rankommt oder noch einer, weil ich mich einfach denke, ich riskiere einfach 100%. Bevor ich mich da umschaue und dann holt mich noch hin. Ich konnte ja da nicht ahnen, wie schnell ich unterwegs bin. Natürlich sieht es dann im Video so aus, ja, natürlich gewinnt er jetzt, ne? Aber ich habe es dann erst realisiert, als ich dann vielleicht wirklich 5 Meter dahinter war. Also der Controller in dir hat erst in dem Moment das für 100% genommen, als dir die Nada mit Tränen in den Augen in den Armen gelegen hat. Ja, das hat noch ein bisschen länger gedauert, bis sie dann durch die Zuschauer durchgekommen ist. Aber ja, nee, ich habe es dann schon realisiert und der Fingerzeig auf meine Brust. Und das war jetzt nicht, also ich wusste dann schon, dass ich es geschafft habe, aber ich habe dann eben auch auf die Zuschauer gleich gezeigt, weil die waren wirklich verantwortlich. Also es war echt gigantisch, diese Stimmung. Man kennt es vom Europacup in London, das war schon was Besonderes, aber München, das war einzigartig, ja. Und da reden wir jetzt nicht weiter, sondern ich würde sagen, wir schauen uns das einfach nochmal in der Kürze und Tiefe der Emotionen an, wenn wir den Film haben. Richard Ringer, der kämpft, der weiß, der das hier durchziehen will, der weiß, ich kann immer noch eine Medaille holen. Richard Ringer kommt da angeflogen und Richard Ringer geht an Amanal Petros Schulter und zieht jetzt gleich, glaube ich, vorbei. So ist es, Tiferi ist vorne. Ist das schon entschieden? Richard Ringer jetzt nochmal mit allem, was er hat. Was ist das denn hier? Kommt er da noch ran? Tiferi scheint hier sicher vorne zu sein, aber Richard Ringer mit dem Schlussspurt des 5000-Meter-Manns. Eine Medaille wird das, aber wird der Europameister. Petros guckt immer noch auf Tiferi oder Ringer. Ringer kommt angeflogen auf Richard. Ringer, was kann ist das für ein Finish? Ringer! Und Tja, also wer jetzt keine Gänsehaut hatte, der ist gefühlskalt wahrscheinlich. So, ich darf nochmals ganz kurz den Oberbürgermeister hochbinden, weil er gemeinsam mit dem Manfred auch diesen Pokal noch überreichen darf. Ja, am besten mal noch nach vorne, dann haben wir das besser im Bild. Bitte schön. So, lieben Dank. Wir sehen uns auch bald wieder, denn ihn werde ich nicht fragen, ob er Silvester startet. Wir sind uns längst einig. Also am 31. Dezember 15.30 Uhr an der Startlinie über 8 Kilometer beim Bitburger 00-Lauf der Asse, Richard Ringer. Und es könnte dann ja vielleicht der 4. deutsche Sieg werden, auf den wir mal irgendwann hoffen, in der Geschichte. Denn es gab erst 3 deutsche Sieger in 30 Jahren. So, ja, Emotionen pur, die haben wir auch beim letzten Programmpunkt noch, denn jetzt kommen wir nochmal zu den German Road Races und der Wilfried Raths darf nochmal hochkommen und es wird der Ehrenvorsitz der German Road Races jetzt offiziell übergeben. Ja, besten Dank, Berthold. Wir haben ja Horst Milde hier schon live erlebt, wie er aus dem Nähkästchen geplaudert hat über den 10-Kilometer-Lauf für Gefangene in Plötzensee. Aber jetzt bist du dran, Horst, ja? Und zwar mit einer ganz besonderen Ehrung, nämlich wir möchten dir nach deinem Ausscheiden
aus dem Vorstand möchten wir dir sehr gerne die Ehrenvorsitzende-Bürde auferlegen. Ja? Wir möchten dich zum Ehrenvorsitzenden des Vereins German Road Races machen. Und es ist uns eine Ehre und Verpflichtung zugleich, unserem Chef, das darf ich mal so sagen, den für ihn gebührenden Platz bei German Road Races einzuräumen. Es wären nicht Eulen nach Athen, sondern Eulen nach Trier zu tragen, würden wir nun Horst Milde und sein Lebenswerk als solches zu skizzieren. GER hat das Veranstalterwirken bereits zu dessen 80. Geburtstag 2018 mit dem GER-Organisatorenpreis ausgezeichnet. Deshalb möchten wir heute das unermüdliche und honorige Wirken für die Veranstaltergemeinschaft umreißen. Der langjährige Race-Direktor des von ihm aus der Taufe gehobenen Berlin-Marathon war 1995 Gründungsmitglied der Interessensgemeinschaft German Road Races und wurde bei der ersten Mitgliederversammlung an der Seite des Hamburg-Marathon-Organisators Wolfgang Kucklick als Sprecher der neuen Gemeinschaft gewählt. 2003 übernahm Horst Milde bei der Jahrestagung in Herborn den Sprechervorsitz und wurde nach Überführung in den Verein German Road Races 2010 in Lindau auch dessen Vorsitzender. Und dies bis zu seinem Ausscheiden im Frühjahr 2022, einhergehend mit einer erfolgten Umstrukturierung der Vorstandsarbeit. In nunmehr 28 Jahren Vorstandsarbeit zeigte sich Horst Milde als unermüdlicher Motor und Ideengeber für die Veranstaltergemeinschaft hervorzuheben, sind folgende Punkte. Gestattet ihr mir bitte noch ganz kurz diese Nennung, bevor es im Prinzip dann doch zu lang werden würde, fasse ich das Ganze in wenigen Stichworten zusammen. Neugestaltung des Logos GER, wir sind Laufsport, beziehungsweise die Stimme des Laufsportes in Deutschland. Entwicklung des weltweit zu diesem Zeitpunkt einmaligen Fragebogens zur Gesundheit. Die letztlich erfolgreiche Intervention bei der geplanten Einführung einer Läuferabgabe unter dem Schlagwort Laufmaut. Die Rahmenvereinbarung mit GEMA und einer Veranstalterhaftpflichtversicherung. Formulierung von Leitbildern von German Road Races, Integrierung des Ems Marathon Museum of Running in das Sportmuseum Berlin. In der Warteschleife sind noch während seiner Amtszeit angestoßene Stiftung Laufen und die Laufbundesliga. Es ehrt unseren langjährigen Frontmann bei German Road Races, dass er keine Blumen zur heutigen Ernennung als Ehrenvorsitzender haben möchte, sondern die GER-Veranstalter um besondere Exponate für das Sportmuseum Berlin bittet. Ich glaube, das charakterisiert Horst Milde in besonderem Maße. So, Horst, komm mal. So, Horst. Der Mann, der Berlin das Laufen beigebracht hat. Horst, das ist dein Beifall. Ja, wir dürfen Sabine sehr, sehr gerne. Sie macht momentan ein Foto von dem Ehemann noch. Dürfen wir dich auch mal hochbitten? Wir haben auch eine Kleinigkeit für dich. Jetzt sind wir nämlich an der Geschenke verteilen. Horst möchte keine Blumen, aber Sabine kriegt natürlich gerne. Ja, selbstverständlich. So, da fangen wir am besten mal mit der Gattin an. Liebe Sabine, du hast es lange ausgehalten mit Horst als Vorsitzender von German Road Races. Hast alle Höhen und Tiefen mitgemacht im Laufe der Jahre. Und ich glaube, das ist ein besonderer Applaus für Sabine auch wert. Ja, Horst,
wie gesagt, keine Geschenke in besonderem Maße, sondern wir haben gedacht, naja, jetzt im wohlverdienten Ruhestand, als GER-Vorsitzender möchten wir dir jetzt zwei kleine Broschüren überreichen. Ich glaube, die ganz einfach auch dein Leben lang letztendlich mit begleitet haben. Einmal von unserem geschätzten Klaus Blume, die Dopingrepublik Deutschland, und zum anderen von deinem anderen geschätzten Journalistenkollegen, möchte ich hier mal sagen, Robert Hartmann, Schwarzes Gold, für dich zur Erinnerung. Dankeschön. So, und dann haben wir uns noch eine Urkunde überlegt, die musst du nicht übers Bett hängen. Es reicht, wenn du die in dein Arbeitszimmer hängst, dass du abends mal drauf gucken kannst. Wir haben natürlich auch eine besondere Schrift gewählt, ja, damit das noch passt dann auch. Mein lieber Horst, ich glaube, der Ehre ist jetzt im Prinzip nur noch ein kleiner Beifall am Ende. Ja. Okay, sehr schön. So. Und nach diesen vielen, vielen emotionalen Momenten geht es jetzt wohin? In den ältesten Weinkeller Deutschlands. Auf dem Weg raus, links um die Ecke, aber da werden sie geführt. Und dann werden wir Wunder in vielleicht 20 Minuten wieder hierher gelangen, aber irgendwie unterirdisch und dann von der Seite reinkommen. Sie werden Spaß haben. Ja, Glas Wein gibt es, glaube ich, beim Rausgehen sogar schon. Und was zu essen steht dann nachher auch da. Also es kann noch ein etwas längerer Abend werden. Vielen, vielen Dank für die Aufmerksamkeit und viel Spaß noch beim weiteren Verlauf.